Ich muss echt sagen, also so ein veganes Schnitzel schmeckt echt lecker. Ja, dann ist es doch erst recht verwunderlich, warum du nicht aufhörst mit dem Rindfleisch. Richtig. What do you think when you see those scenes on the screen? I feel sad and for all the abuse that animals go through just for people to have a nice, what they think is a meal that they enjoy. And I think it's really horrific if people would only know how animals are beaten and abused. I think they would have a second thought on eating them on a daily basis. Isst du denn selbst auch Fleisch? Ja, ich esse Fleisch. Ich esse aber wenig Fleisch. Von Natur aus muss ich jetzt sagen, ich esse so einmal die Woche Fleisch. Damit meine ich aber nur Rindfleisch, also Schweinefleisch. Alles andere boykottiere ich eigentlich. Kann man jetzt drüber reden, gell, ob das jetzt gut ist oder nicht. Oder ob das irgendwie Doppelmoral ist. Generell sage ich aber, ich mag Obst und ich mag Gemüse. Okay, reife Einstellung. Du hast gerade gesagt Doppelmoral. Glaubst du, es ist eine Doppelmoral? Ich glaube, es kommt darauf an, wie bewusst man Dinge macht. Also ich für mich kann nur sagen, ich finde, es ist keine Doppelmoral für mich, weil ich ganz bewusst Fleisch esse und bewusst auch nur einmal die Woche. Aber viele reden sich halt schön und das ist Doppelmoral. Also die sagen dann zum Beispiel, ich esse aber nur Hühnchen, das jeden Tag oder ich esse nur weiß ich nicht, Schweinefleisch und das nur alle 2 Tage und dann werden die Menschen krank und die wundern sich dann und reden da trotzdem immer wieder alles schön, warum sie ihr Steak dann doch essen, also beziehungsweise ihr Schnitzel. Ja, und dann dreht sich halt alles im Kreis, glaube ich. Konsumierst du Fleisch? Ja, tatsächlich. Okay, was hält dich davon ab, es aufzugeben? Was mich davon abhält, ist, dass ich früher sehr, sehr, sehr viel Fleisch gegessen habe und nachdem ich in Wien lebe, ist es auch relativ schwierig, weil einfach der Fleischkonsum in Österreich noch viel mehr im Vordergrund steht als in Deutschland. Genau. Okay, also du sagst, es gibt noch nicht genug Möglichkeiten für dich, auf den Zug aufzuspringen? Richtig, genau so ist es. Also vor allem, ich bin selber jemand, der halt nicht so viel kochen kann so und vor allem so Fastfood-Alternativen müssten eigentlich viel mehr vorangebracht werden. Okay, wenn die jetzt vorhanden wären oder wenn du jetzt, sagen wir mal, ein bisschen Hilfe bekämst beim Kochen, ein paar Rezepte hättest und weißt, was du kombinieren kannst zum Beispiel, was du einkaufen kannst, würdest du dann in Betracht ziehen, vegan zu leben? Vegan vielleicht nicht, aber erstmal vegetarisch. Okay, das heißt Fleisch, nein? Fleisch nein, ja, aber Milcheier ja, aber aus Biohaltung. You say you are a meat eater yourself? No, I don't buy it. I do eat chicken, you know, and I know chickens aren't treated any better, and it's just by habit. Das ist mir wichtig. Also ich kaufe mein Fleisch auf dem Bauernhof beziehungsweise vom Jäger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich sicher sein, dass die Tiere gut gehalten werden, dass die noch irgendwo ein schönes Leben haben, was mir eben wichtig ist, weil Leben an sich, egal ob Mensch oder Tier, sehr wichtig ist. Pflanzen gibt es im Übrigen auch noch. Also es gibt halt viel Leben auf der Welt und ich finde, das sollte man einfach schätzen. Und wenn man das nicht tut, dann sollte man sich fragen, ob man sich selber vielleicht auch nichts wert ist. Weil ich denke einfach, jemand, der so ja, unkontrolliert und ohne jeglichen Bezug zu Dingen einfach frisst, ja. Der hat auch ein Problem mit sich selbst. Okay. Du sagst, du kaufst beim Jäger, also dir ist wichtig, dass die Tiere ein gutes Leben hatten. Ja. Glaubst du denn, dass es nötig ist, Tiere zu essen? Nein. Glaubst du denn, dass ein Lebewesen, das nicht sterben müsste und nicht sterben will, human geschlachtet werden kann? Ja. Wie? Ich orientiere mich da ein bisschen an den Indianern. Die haben eben ihre Rituale. Wenn die tatsächlich in die Lage kommen und müssen ein Tier essen, bei denen ist das ja ein Muss dann, die essen halt eigentlich pflanzliche Sachen, dann haben die ihr Ritual. Dann bedanken die sich bei dem Tier, die entschuldigen sich dafür, dass sie das machen mussten. Für die ist das halt ein Heiligtum. Das heißt, du sagst, wenn die Notwendigkeit da ist, Tiere zu töten, dann sollte man respektvoll damit umgehen? Ja. Okay, haben wir die Notwendigkeit hier? Nein, absolut nicht. Wir leben hier im Westen, wir leben hier im Überfluss und die Menschen, die wissen das eben, gerade weil wir den Überfluss haben, gar nicht zu schätzen. Ich glaube, der Mensch ist ganz weit weg vom Menschsein. Ja.
stimme ich dir zu. Zwei Sachen. Wenn du jetzt sagst, wir brauchen keine Tiere zum Überleben und du sagst, wir müssen es nicht wie die Indianer machen, ne? Also die Indianer brauchen uns ja normal, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben. Wir haben andere Möglichkeiten. Was hält dich dann davon ab, es aufzugeben? Was hält mich? Ich muss ganz ehrlich sagen, Fleisch schmeckt. Okay. Also dass jeder, der gerne Fleisch isst, wird mir dazu stimmen. Und eigentlich ist es auch gar kein anderer Grund. Things like this reinforce my habits, you know, and not to do it anymore and to think a little bit harder about what I enjoy after, you know, in retrospect of having animals killed just so I can enjoy something I think I really love, you know. That's a very valuable realization. Yeah. So you would say you would want to transition to a vegan diet then? Oh, yes. Was ist denn Bio für dich? Was bedeutet das? Bio bedeutet für mich, dass das Tier so gehalten werden würde, wie ich mich gerne fühlen oder wie ich gerne gehalten werden würde, wenn ich ein Tier wäre. Das ist ein sehr guter Punkt, Mann. Okay, lass uns da einsteigen. Du weißt ja, was passieren muss, damit die Kuh Milch gibt, oder? Ja. Möchtest du gerne vergewaltigt werden? Okay, das ist krass. Darüber habe ich mir so noch nie Gedanken gemacht. Okay. Ja, und dann natürlich nach 9 Monaten muss das Kalb ja von der Kuh getrennt werden, damit wir die Milch bekommen. Weil andernfalls würde ja das Kalb die Milch trinken. Das ist dir klar? Ja, das stimmt. Okay. So, wenn es männliche Kälber sind, was denkst du, passiert damit denn? Was denkst du dazu? Also ich bin gerade ein bisschen schockiert und habe mir das noch nie so gedacht. Wenn du jetzt entscheiden könntest, also wenn es Produkte gäbe, die dir den gleichen Geschmack geben würden und auch alle Nährstoffe, die du aus Fleisch bekommst, dass du die aus Pflanzen bekommen könntest. Richtig. Du weißt es schon. Ja, ich habe es auch probiert und ich muss echt sagen, also so ein veganes Schnitzel schmeckt echt lecker. Ja, dann ist es doch erst recht verwunderlich, warum du dich aufhörst mit dem Rindfleisch. Richtig. Jetzt werde ich sogar rot, weil ich merke einfach, dass das total, ja. Ja, das Gute ist, mittlerweile gibt es pflanzliche Milchsorten ohne Ende. Es gibt Sojamilch, Hafermilch, Reismilch, Haselnussmilch, Kokosnussmilch und so weiter und so weiter. Ich glaube auch in Wien müsste das geben mittlerweile. Ja, gibt's, ne? So, und, tatsächlich, genau. Erwischt. Genau, siehst du mal, das ist also kein Hindernis mehr. Und mit Eiern ist es ähnlich. Das stimmt. Aber ich krieg tatsächlich, also wenn das stimmt, was da draufsteht, bei uns gibt's auch Eier, wo die männlichen Küken mit aufgezogen werden. Sind zwar schweineteuer, ich glaube, da kosten irgendwie so 6 Eier 5 Euro, aber das ist mir dann wert. Und die werden dann nicht geschlachtet, die Hühner und die Hähne? Also steht zumindest drauf. Ich muss dann natürlich darauf vertrauen, dass dann das so stimmt. Okay, die werden also nicht gezüchtet, die haben halt ein großes Feld, wo sie laufen können? Schätze ich mal, also ich gehe mal davon aus. Klingt fast wie eine Animal Sanctuary, wie so ein Gnadenhof. Ja, möchte man meinen, ja. Glaubst du das wirklich? Ich habe die Hoffnung nicht verloren, sagen wir mal so. Okay, schau mal, wenn es jetzt vegane Alternativen gäbe, also pflanzliche Alternativen gäbe, die dir den gleichen Geschmack geben, wäre es dann nicht sinnvoller, die zu nehmen, als die eventuell misshandelten Tiere? Wenn du es so sagst, schon. Ja, du wirst lachen. Ich bin ziemlich belesen und ich lese aus allen Ecken was, gell? Ja. Unter anderem auch die Bibel. Und da steht zum Beispiel drin, dass man eben nur diese gehörnten, gerufenen Tiere essen soll, wenn man das denn tut. Vielleicht entschuldige ich das einfach damit ein bisschen, wenn ich einfach sage, okay, wenn da nur ein gehörntes, gehuftes Tier und dann auch nur einmal die Woche, weil ich eben diese Fleischeslust habe. Schau mal, wenn du jetzt die Erkenntnis hast und jetzt sagst, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe in der Vergangenheit unnötigen Mord verursacht, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt will ich versuchen, mit meinen ethischen Werten konsequent zu leben. Und jetzt sage ich Nein zu Fleisch und jetzt kaufe ich einfach das gute Zeug, was genauso schmeckt, aber eben kein Leid verursacht. Dann glaube ich, wird dir Gott doch sicher vergeben. Ja, wenn ich daraus lerne, bestimmt. Und lernst du daraus? Hochwahrscheinlich, ja. Das heißt, du willst dich in eine vegane Richtung entwickeln jetzt? Ja, schon. Ich bin ja eh schon dabei. Also es ist halt ein Prozess, muss man echt sagen. Also die einen können das von heute auf morgen. Und wer das nicht kann, sage ich einfach, dann fang so an, vielleicht wie ich. Dann ess erstmal einmal die Woche Fleisch und dann siehst du auch schon direkt, super, wie schön das alles andere Essen ist. Genau. Das heißt, die Erkenntnis ist da und du arbeitest jetzt darauf hin. Ja. Gib mir die Faust. Krass. Also
Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch mit sowas konfrontiert werde. Okay. Danke, dass ihr mich damit konfrontiert habt. Wow! Das ich mag den Typ hier, okay. Ja. Okay, dann, das heißt, du denkst drüber nach und entwickelst dich in die Richtung, wenn du kannst? Werde ich es machen.